Sales GmbH. Heute haben wir zum ersten Mal ein gemeinsames Video erstellt, welches euch einen Überblick darüber geben soll, wie man auf XRM-Daten auch mobil zugreifen kann. Mit XRM ist gemeint das Sage XRM, der Sage 100 Cloud-Version. Und für dieses XRM oder besser gesagt CRM-Kontaktmanagement haben wir einen mobilen Client erstellt und den möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Das, was ihr hier seht, ist eine Webseite. Das heißt, der Zugriff kann über ein Mobile Phone, über ein Tablet, als auch natürlich über einen herkömmlichen PC auf die Daten erfolgen. Ich lege einen User an und melde mich dann an der Plattform hier an. Diese Plattform kann mehr, kann weit mehr als jetzt in Anführungsstrichen nur die Daten aus dem CRM darstellen. Ich möchte mich aber jetzt erstmal hier auf den Part CRM konzentrieren und verzweige mal hier zur Adressenübersicht, damit man so einen kleinen Einblick bekommt, was man hier alles machen kann. Wie ihr hier seht, ich habe das Ganze mal als Liste jetzt hier dargestellt. Wir hätten auch die Möglichkeit, das in der Kachelansicht zu wählen etc. Innerhalb der Liste kann natürlich beliebig gewählt, es kann gesucht werden. Wir können Chats austauschen mit Kollegen zu einzelnen Adressen und so weiter und so weiter. Also wir haben mannigfaltige Möglichkeiten hier zu agieren. Will ich hier beispielsweise filtern, dann kann ich hier den Filter eingeben, kann sagen, ich möchte jetzt alles suchen, die auf den Kunden oder die mit ARPA anfangen. Dann werden die Kunden herausgesucht und ich selektiere hier so meine Kunden vor. Fenster können größer, kleiner gestellt werden. Ich glaube aber, das ist obligatorisch und ja, ist jetzt noch nichts Besonderes. Was kann ich hier machen? Ich kann auch neue Adressen von hier aus einsteuern. Das heißt, wenn es jetzt so wäre, dass gegebenenfalls jemand von extern auf die Daten hier zugreift, dann könnte man auch Clients denn zur Verfügung stellen, welche Adressen anlegen, vielleicht auch für Messen etc. und könnte auch die Rechte daraufhin beschränken, dass für diese Adressaufnahme die sonstigen Adressen erst gar nicht sichtbar sind, also die existenten Adressen. Bestehende Adressen können bearbeitet werden, aber alle Funktionen, ich habe das ja gerade schon mal angedeutet, können natürlich auch beschränkt werden. Das geht bis auf Feldebene nach unten und die Beschränkung kann jederzeit nachgelagert dann auch hier eingearbeitet werden. Das ist ohne großen Aufwand lösbar. Ich speichere das mal hier wieder ab. Wir müssen jetzt in den Bearbeitungsmodus löschen, Details etc. Details heißt einfach nur, das ist eine Ansicht, ohne dass ich jetzt im Bearbeitungsmodus zu diesem Zeitpunkt bin und könnte natürlich auch eine reine Leseansicht hier zur Verfügung stellen. Die Ansprechpartner, die dem Kunden zugeordnet sind, auch die kann ich hier sehen und kann die von hier aus bearbeiten und kann auch hier wiederum umstellen. Wir haben die jetzt hier als Kachel wiederum dargestellt. Wenn ich die gerne als Liste haben will, dann geht das auch als Liste. Jetzt bekommen wir sie hier nicht mehr so schön in der Anzeige drin. Deshalb stelle ich wieder mal auf Kachel hier um, weil da passen mir mehr Informationen zu den Ansprechbutton hier rechts in dieses seitliche Fenster, in das Detailfenster. Die Kontakte XRM, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Dann haben wir hier die Verkaufsbelege, die hier einzusehen sind. Und zu den Verkaufsbelegen können wir uns auch Detailinformationen an dieser Stelle noch ziehen. Das heißt, ich kann von hier ausgehend auch in die Details der Verkaufsbelege gehen und könnte jetzt hier nachgucken, okay, was war denn jetzt hier an, welche Positionen waren denn jetzt hier in den Verkaufsbelegen drin? Also das ist, kann bis auf die Detailebene nach unten gehen oder ich möchte wissen, wie waren die Eckdaten jetzt noch, was ist hier erfasst worden, vielleicht im Text oder ähnliches, welcher den Beleg näher bezeichnet, das ist mir überlassen. Ich wechsle mal hier in die Positionsansicht jetzt zu diesem einzelnen Artikel, um das auch mal gezeigt zu haben. Also hier kann ich jederzeit hin und her springen. Hier könnte ich jetzt auch weitere Reiter mit Informationen zum Beleg zur Verfügung stellen, wenn es weitere Daten geben würde. Ein Feld hier einzublenden, wo jetzt in welchem Sie innerhalb des Beleges noch additive Informationen erfasst haben, vielleicht den Versender oder aber auch die Lieferbedingungen oder die Zahlungskondition. Das ist jederzeit ohne großen Aufwand möglich. Und wenn ich ohne großen Aufwand sage, dann meine ich, mit einem Aufwand von vielleicht 15, 20 Minuten kann man hier beliebige Felder ergänzen und dann auch einblenden. Sprechen Sie uns an, wenn da irgendwelche Notwendigkeiten gegeben sein sollten. Dann haben wir hier die Umsätze. In der Anzeige haben wir das Ganze jetzt mal nach Jahren und nach Perioden in dem Moment gegliedert.
Hier haben wir jetzt die 22er Umsätze. Hier oben haben wir die 23er Umsätze in der Anzeige. Und hier kann ich natürlich auch blättern oder könnte jetzt hier sagen, okay, ich möchte zum Beispiel hier einen Filter haben, beginnt mit 2023. Und dann bekomme ich nur noch die Umsätze von 2023 hier oben angezeigt, die jetzt zu diesem Kunden stattgefunden haben. Auch diese Anzeigen kann man vergrößern, kann die auf seine Bedürfnisse hin anpassen, je nachdem, wie ich das brauche und je nachdem, wie ich diese ganzen Informationen und Daten dann auch sehen möchte. Auch hier gilt wiederum, wenn Ihnen Daten hier fehlen sollten, dann können die jederzeit hier ergänzt werden. Das kann ja oben in dieser Reitertechnik erfolgen, oder auch natürlich Daten zum Kunden, die hier mit eingeblendet werden sollen, können auch mit aufgenommen werden. Umsätze hatten wir. Artikelübersicht ist jetzt noch die Übersicht, welche Artikel hat der Kunde wie wann bezogen. Da haben wir jetzt mal reingenommen eine Historie, wann hat er welche Artikel oder welche Artikel hat er gekauft, in welchen Mengen, mit welchen Umsätzen und wie war der Durchschnittsroherlös. Und hier haben wir nochmal eine Preishistorie dann zu diesem Artikel selbst, zur Tischplatte. Wie hat sich der Artikel denn im Kontext mit dem Kunden entwickelt? Welche Preise hat er denn bekommen? Hier sehen wir, dass er einmal hat er gekauft für 10,90 Euro, ansonsten immer für 7,90 Euro. Im Durchschnitt für 7,96 €. Also so, dass ich von hier aus auch den Kunden beauskunften könnte. Das Ganze können wir hier in diesen Masken so weit betreiben, dass wir ihm auch eine kleine Belegerfassung zur Verfügung stellen können. Das heißt also, wenn Sie Vertreter haben, die zum Beispiel jetzt ein Angebot oder ein Vorabangebot denn beim Kunden direkt online erstellen sollen, dann können wir auch hier nochmal eine Belegerfassung einblenden und könnten auch das noch mit auf den Weg geben. Wenn Sie das Ganze über das XRM triggern, innerhalb der Sage, dann komme ich jetzt hier zum XRM, weil Sie können auch parallel dazu beispielsweise sagen, dem Kunden möchte ich jetzt oder ich möchte einem Kollegen eine Information intern zukommen lassen und möchte, dass er basierend auf dem XRM-Eintrag intern ein Angebot erstellt, für den Kunden aber. Wie mache ich das? Ganz einfach, indem ich hier auf XRM-Kontakte gehe. Dann sehe ich hier meine bestehenden XRM-Kontakte. Da komme ich gleich nochmal zu. Und ich gehe hier oben auf Neu. Dann bekomme ich eine Maske, die analog dem aufgebaut ist, was wir aus der Sage heraus kennen. Und ich kann jetzt erfassen, was soll denn gemacht werden. Also es wäre jetzt hier die Aufgabe, dass das Angebot erfasst werden soll. Jetzt kann man das nur neu. Angebot bitte für ABA erstellen. Dann kann ich sagen, was soll hier gemacht werden in der Form. Das sind meine Kontakteinträge, die ich definiert habe. Das ist jetzt in dem Fall, wähle ich hier die Aktion und das Ganze soll zum spätestens 6. Um 12 Uhr erfolgen. Das ist mein Ziel, was ich habe. 12:57 Uhr. Machen wir einfach mal 14 Uhr. So. Um 0. Okay. Das ist mein Zieltermin, den ich anvisiert habe. Ich bin der Bearbeiter jetzt an der Stelle. Den könnte ich jetzt auch automatisch setzen lassen. Das habe ich jetzt hier mal gemacht im System und ich wähle jetzt aus, wer ist denn derjenige, der das bearbeiten soll. Das Ganze übergebe ich an den Ausführer, den Sascha. Das entspricht aber den Eingaben eigentlich vom Prinzip her, welche Sie von der Sage House kennen. Hier wähle ich jetzt den Ansprechpartner aus. Das sind dieselben Felder mit denselben Informationen, wie auch in der Sage im Standard denn zur Verfügung stehen. Das ist ein Folgekontakt. ABC-Einstellung nehme ich mir vor. Bitte Angebot über die Lampen Claudia abstimmen. So, das ist mein Kontakteintrag. Der ist jetzt direkt auch in der Sage gespeichert und der wäre in der To-Do-Liste in der Sage auch bei dem Sascha direkt schon ersichtlich. Insofern brauchen wir da nichts weiter zu machen, sondern wir gliedern uns hier mit dem mobilen Client direkt in die Sage auch ein, in allen Bereichen auch ein. Der mobile Client arbeitet auf den Sage-Daten direkt live, wenn gewollt, wenn beabsichtigt. Und ich habe somit die Möglichkeit, direkte Interaktionen auch mit den Prozessen in der Sage durchzuführen. Also wir können uns eine Sage angucken. Der Sascha hat jetzt hier eine neue Aufgabe bekommen, könnten uns das jetzt natürlich auch ansehen.
Ja, damit der Ausführer oder damit man jetzt nicht seine Aufgaben insgesamt aus den Augen verliert, gibt es auch nochmal hier die Kontakte XCM nach Ausführer. Da würden meine Aufgaben jetzt alle komplett angezeigt werden. Das zeige ich auch gleich nochmal, damit wir auch sehen, wir haben immer den Überblick komplett über alle Aufgaben. Zu diesem Eintrag, den wir hier haben, hätten wir natürlich auch noch, das habe ich eben nicht gezeigt, die Checklisten und den Fragenkatalog erfassen können, wenn gewollt. Also so, wenn wir hier einen Fragenkatalog hinterlegt haben, dann können wir den auch hier mit einer Notiz versehen oder wir könnten hier auch neue Fragen auch einstellen, so wie wir das eigentlich vom Prinzip her auch von der Sage gewohnt sind. Frage wäre jetzt hier, die der Kunde gestellt hat, kann man die Stehlampe Claudia auch in grün matt lackieren? Bitte mit Lieferant klären. So, und damit haben wir den neuen Eintrag erstellt. Und dieser Eintrag wird ebenfalls dann in dem Fragenkatalog innerhalb der Sage dem Kollegen angezeigt werden, der sich für die Bearbeitung dieser Aufgabe denn zuständig zeigt. Also eine komplette Integration des Kontaktmanagements wohl angemerkt. Es gibt auch noch eine Integration des Service Managements, also der Sage, so dass wir auch Servicebelege hierüber abbilden könnten und auch planen können, inklusive einer Kalenderplanung oder einer Kalenderübersicht, die für diese Services vom Prinzip her denn auch möglich sind. Ja, das soll es als Einstieg in das Vertriebscockpit gewesen sein, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, was man hier alles machen kann. Und Sie sehen schon, ich habe mir das hier auch auf Dashboards abgelegt und könnte jetzt auch zum Beispiel für das Vertriebsmanagement oder für das Vertriebsportal hier eine eigene Übersicht in der Form hier gestalten, sodass das dann hier als Button abgelegt ist. Alternativ dazu kann ich das auch hier natürlich über das Menü aufrufen und gelange dann hier wiederum in meine Übersichten und kann dann hier arbeiten. Ja, für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung, also die Teams, der Desk, also auch der iSales. Und ja, freuen uns auf Ihr Feedback, auf Ihre Wünsche und hoffen, dass wir Ihnen ein Modul hier zur Verfügung stellen können, welches Sie in die Lage versetzt, mit den Sage-Daten komplett flexibel, mobil tätig zu werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.